Die Fäden, die die Welt bedeuten. Beinahe 8 Uhr morgens Bordzeit. In Don Yerudas Quartier war es fast völlig dunkel. Er lag seit einer Weile wach und hatte sich aber bisher nicht überwinden können, aufzustehen. Im Traum und nun auch in Gedanken war er wieder in Lahosht und in der Eisfestung Balgmilat gewesen. Er hatte die Apu angreifen sehen. Hatte die Havarie der Stadt erlebt. Wie das Raumschiff ohne Warnung auf die Eisburg gefeuert hatte. Feuer, Rauchsäulen, Chaos, Schreie, Stadt, Burg, Tod. Mit schweißnasser Stirn und rasendem Herzen war er hochgeschreckt. Doch der übel wirre Traum aus Versatzstücken der Realität hatte sich nicht abschütteln lassen. Yaruda hatte ihn durch die schmale Furt aus dem Land des Schlafes ins wache Leben geschleppt. Vor seinem geistigen Auge vollführten die Bilder seines Versagens einen endlosen Totentanz. Und immer wieder Sin Pertosh. Und sein unscheinbar aussehendes Raumschiff, wie es zum Todesboten wurde. Tod unter der unbeteiligten Bevölkerung, bestimmt. Wie viele? Er würde es nie erfahren. Er würde nie wissen, wie viele Wesen in Lahosht gestorben waren. Aber von den jüngsten Toten wusste er. Sia Tan, die oxtonische Kosmopsychologin, direkt vor Yarudas Augen von Pertosh ermordet. Die kairanischen Indexbewahrer, gestorben von eigener Hand, weil Yaruda sie nicht vor Pertosh hatte schützen können. Sie hatten sich auf ihn verlassen. Sie waren tot. Ein Rascheln und ein Schnalzen ertönte. Yaruda drehte den Kopf, so dass er Phylaks schwarze Silhouette sehen konnte. Der Okrill wälzte sich in unruhigem Schlaf. Ein Schatten in der Ecke des Zimmers, das nun sein provisorisches Heim war. Nur 3 der 8 Beine waren zu erkennen. Die Spitze der 9 Meter langen Zunge schoss in unvorhersehbaren Abständen aus dem Maul heraus. Eine Armeslänge, selten mehr. Dann schnellte sie zurück und verursachte das Geräusch, das Yaruda wahrgenommen hatte. Phylaks war eine ständige, lebende, atmende Erinnerung an sein Versagen. Yaruda hätte gut darauf verzichten können, den Okrill bei sich zu haben. Doch nur er konnte das Tier beruhigen, seit dessen Herrin gestorben war.